für die Funktion e hoch x. Wenn ihr den Graphen dazu zeichnen wollt, macht ihr euch eine kleine Werttabelle und könnt dann den Graphen e zu e hoch x hier entsprechend einzeichnen. Jetzt sollt ihr die Fläche berechnen von 0 bis 2 zwischen dem Graphen und der x-Achse. Das geht ganz leicht. Wir bestimmen eine Stammfunktion. Die ist zufälligerweise bei e hoch x genau das gleiche. Das heißt, wir müssen aufleiten. Dann bestimmen wir die Fläche, indem wir das Integral bilden von 0 bis 2. Das tun wir mit Hilfe unserer Stammfunktion, indem wir zuerst die obere Grenze einsetzen minus die untere Grenze. Und dann setzen wir einfach die 2 hier in unsere Stammfunktion ein. Dann haben wir e hoch 2, setzen wir die 0 entsprechend ein, haben wir e hoch 0 und dann ist das Ganze ungefähr 6,39.